Hallo zusammen, ich bin der Lorin und ich zeige euch heute meine Sneaker-Kollektion und ihr schaut da weiter drin. So, wir sind wieder mal bei einer Folge von Sneakerzimmer. Heute mit Lorin und er zeigt uns, was er da hat. Ich würde sagen, fangst du mal an, oder? Ja, einer sind eh meine Lieblings. Das ist der Brad von 2013. Was ein bisschen scheiße war, ich habe ihn gerade an dem Tag gekauft, wo der 16er rausgekommen ist. Einen Tag vorher, ich habe gerade für einen Steal den bekommen. Ah, was? Aber haben wir nachher den 16er trotzdem auch geholt. Ja. Den habe ich hier. Der ist noch ganz neu, den habe ich noch gar nicht angehabt. Ja, man sieht, es ist ein bisschen anderes Leder und so, aber sonst ist es eigentlich das Gleiche. Aber ganz schöne Schuhe. Also egal, jetzt ein 13 oder 16. Einer sind die besten. Schauen wir gerade ein paar einer an. Ja. Da habe ich noch einen Royal. Der ist auch der 17er ist das. Der ist auch neues Leder anscheinend. Der ist auch ganz schöne Schuhe. Der kann schon immer mal den blauen und den rot wählen beide. Der Top 3 hinter dir. Der ist auch schön. Schau, da sieht man auch den Brad und halt den Royal drin, die wir vorher gesehen haben. Ja, den habe ich auch schon zwei, drei Mal gezeigt. Aber ich sehe jetzt das erste Mal eigentlich verschieden eingelaced. Ja. Also wenn es mich nicht täuscht, das ist mir jetzt auch bei deinem gerade aufgefallen. Ich finde es einfach easy lit so. Ja, man, es gibt, ich sehe es auch viel mit den Farben, zum Beispiel mit Blau und Rot. Ja, genau. Ist auch noch geil. Aber ja, ich kann es ein bisschen gewinnen, weil es ist auch geil, schwarz-weiß. Schöne Schuhe. Hallo. Der Shadow. Ist auch gerade ein bisschen wasted. Ist auch gerade dreht. Shadow ist der 2013er. Ganz schöne Schuhe. Kommt leider wieder raus, habe ich gesehen. Ja. Im 18. Das sollte, genau. Hol ich mir nochmal, aber. Ich glaube, eventuell kopiere ich mir den auch, wäre bei mir der erste einer. Aber mit dem kannst du nichts falsch machen. Nein, ich nicht. Wollen wir gerade bei den Jordans bleiben oder wollen wir ein bisschen switchen? Was du zeigen möchtest, ich würde sagen, wir machen gerade bei den Jordans weiter, ja, oder? Fix, du liebst ja die Elfer, oder? Genau. Den müssen wir nicht groß zeigen, den haben wir schon viel gesehen. Sogar staubig, wenn er so sattig ist. Dann habe ich noch den 11er, noch den schwarz-weißen. Ich weiß gar nicht, wie der heisst. Der ist, also man sagt den Bloodline. Bloodline, der Bloodline, aber er heisst auch 7210. Ja, ist noch geil, der Color, weil schwarz-weiß ist. Kannst du auch nicht falsch machen, wie gesagt hast. Ja, voll. Und der ist übrigens auch zum Verkaufen, weil die Größe ist 42,5. Also, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, die Leute, die bei mir Collection zeigen, sind immer unten verlinkt. Jetzt, wie gesagt, der möchte den Schuh sellen. Wenn ihr irgendetwas aus den Videos gesehen habt, so könnt ihr die Leute ja mal im Instagram anschauen. Ja, Depop, wenn ihr wollt. Dann haben wir noch den 4er, Cement. Das ist eben der 13er mit hinten einem Jumpman drauf. Der ist auch ein bisschen bietet, aber ganz ein schöner Schuh. Ich finde den auch bietet eigentlich nicht so geschissen. Ich finde, es sieht noch geil aus, wenn er ein bisschen gut ist. Ja. Das ist eh bei vielen Schuhen so, finde ich. Ja, ja. Sieht geil aus, bei Vans und so. Ja, voll. Bei deiner schießt es mir immer. Ja. Schon, ja. Bei mir bei den Elfer extrem, kannst du dir vorstellen. Dann den da habe ich auch noch ganz neu noch nie getragen. Das ist jetzt der 16. 16 ist es gewesen, genau. Den habe ich schon ein Jahr lang nicht angekommen. Gesehen ihr gerade am Heel ist ja da genau. Jumpman und da das Nike Air. Und auch das Cement sieht ein bisschen anders aus. Also, es ist ja, voll da, ein Pünktchen und so. Genau, ist ein bisschen heller beim 16er als und beim... Und es hat ein mehr drauf. Genau. Dann 4er. 4er sind eh übrigens meine zweite Lieblings-Jordan. Also einer und nachher 4er. Den habe ich noch. Dann habe ich mal den Sneakerness gekauft. Ich glaube, 2012 oder so. Ja. Das ist recht lang her. Du siehst, es ist schon ein Crack. Ah ja, voll. Genau, da ist die Stelle wie der 4er. Nein, den fühle ich. Es hat mal noch einen anderen gegeben, ein Jahr später. Zwei auch so fast ähnliche Colorway. Also auch weiss-rot. Ah, der Alternate. Ja, aber ich finde den jetzt schöner. Ja, voll. Ist ja der Fire Red. Gibt's ja auf dem 3er gibt es auch einen Fire Red. Und vom 5er auch natürlich. 3er? Cement heisst der, glaube ich. Genau. Der ist... Also 2011 oder 12, weiß gar nicht. Siehst du auf dem Size-Tag? Ja, ganz oben. Ah, das ist weg. Das ist abgekehrt. Ja, ist 2010 gemacht worden. Ende, wahrscheinlich 2011. Anfangs 2011 wahrscheinlich. Ja, das ist ein alter. Wie sieht noch schön aus? Voll, richtig clean. Hast du Sorge zu dem? Ja, das ist ein ganz schöner Schuh. Das ist auch einer von meinen Filmen. Wirklich nice, White Cement. Und dann den. Es kommt dann nächstes Jahr der schwarze aus. Black Cement, genau. Kommt Anfang nächstes Jahr. Den muss ich unbedingt holen. Den 5er habe ich noch einen. Da haben wir ja auch schon Kamo den Kamo können anschauen, beim Joel, beim David auch. Jetzt haben wir da mal den Schwarz, den wir noch etwas neuer können anschauen können. Oh, ist ein bisschen verstaubt. Ja, voll. Ist noch dies? Ah nein, einmal angefangen, oder? Ein paar Mal angefangen. Sogar. Sieht aber noch nice aus. Kannst du auch nicht falsch machen mit dem. Nein, gar nicht. Kannst du fast allem anlegen. Da hinten mit dem Supreme, also mit dem Sub. Finde ich auch nice, dass auch Fox, wo oben drauf ein Supreme steht, das haben wir ja gezeigt im anderen Video. Ja, der ist übrigens nicht von der Box, der nicht selber drauf. Ja, so denke ich. Aber wieso nicht, man? Ist der dabei gewesen? Oder nicht? Ich glaube, der Sticker ist drin. Ja. Dann habe ich noch einen schönen Schuh, einen etwas älteren, der ist schon etwas länger. Ganz geil. Das ist ein bisschen fettere Sohle als ein anderer. Ja. Aber
Ja, ist ein bisschen gebraucht, hinten siehst du voll abgelaufen. Das ja, ist ein schade, dann ist es ein bisschen kaputt gegangen. Aber finde ich, schöne Farbkombo, ich habe wirklich schon oft gesehen, also oft, ja, ein paar Mal einfach. Mhm. Aber ich habe jetzt das erste Mal in der Hand, das ist ja der, wie heisst es, Tisci, glaube ich. Irgend so etwas, gar nicht, ja, das ist der Designer, da genau. Und also, ich finde es noch geil mit dem Leder und so und auch die verschiedenen Wildleder. Ja, ich finde, die Zunge ist schon geil gemacht in der Farbe. Wirklich cool, ja. Ah ja. Auch geil. Finde ich immer nice, wenn so etwas mit dabei ist. Ja, Box ist eh geil. Box ist riesig. Da mit all diesen Händen und so. Eine Orchidee unten drauf. Ganz geil. Y3. Den habe ich Retail bekommen. Sie haben mir so heimgeschickt von Boutique, also Boutique Roma St. Gallen. Ah, was? Die Zürcher anscheinend gerade ausverkauft sind. Ja. Haben sie mir heimgeschickt, haben angerufen und haben sich überredet. Sonst schicken sie es nicht heim. Ja. Aber, ja gut, du hast ja glaub, sicher auch schon ein paar Mal dort eingekauft. In St. Gallen nicht, aber... Aber allgemein Boutique ja, Roma. Ja, schon ein paar Mal. OG, der 1.0 Ultrabus. Das ist auch ein schöner Schuh. Ja, da siehst du, weißt, bei dem Muster da ist jetzt anders, bei den 3er und 2er. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und da hast du ja auch Nonic Continental Sohle. An dem sind wir auch. Also wenn ihr mal einen Ultrabus kaufen wollt und euch jemand erzählt, das ist der 1.0 und es steht Continental auf der Sohle, dann ist es kein 1.0. Das könnt ihr achten. Sehr gut, steht da nicht. Da steht gar nichts, das ist noch nicht mit Continental. Aber eben bei der 2.0 steht es dem. Flyknit und Racer. Der ist auch alt. Den habe ich mal im Fly Club gekauft. Der ist ein paar Mal wieder rausgekommen. Chillige Sommerschuhe, ist bequem und easy leicht. Ist auch leicht. Ja, voll, voll. Aber der gefällt mir fast noch mehr. Flyknit Trainer. Ist das der Trainer? Genau, der ist ja dieses Jahr rausgekommen, oder? Genau, ja. Ich habe ihn auch mal in die 13er Version, im 2013 auch gehabt. Ich habe den verkauft von einem Kollegen. Das war mir ein bisschen zu klein. Damals war er easy rare und auch overpriced. Ich Fly Club 7-9 Lappen. Ah, oh, was? Sogar. Aber jetzt ist es ja nicht mehr so teuer, jetzt findest du für 2 Lappen und so. Ja, jetzt ist es wieder rausgekommen. Ja, voll. Aber trotzdem. Ganz geil. Aber auch super Schuhe, wirklich so ein Ferienschuh für mich irgendwie. Voll. Wenn du mit Zahnen gehst. Super Ferienschuhe und so zum Fliegen, perfekt. Genau, voll. Mit Trainerhosen und so. Ja, genau. Das Tone Island Trainerhosen. Dann hätte ich da noch Moonrock. Das ist ein bisschen mehr Trail. Aber ja, finde ich selber auch einen schönen Schuh. Ich habe nicht mal viel gezahlt, ich habe getradet. Ja. Gegen was ist Trade? Ich habe ihn gegeben. Es war kompliziert für einen von Bern. Ich habe meinen LV-Bag gegeben, einen Side-Bag. Ja. Und glaube 100 Schuss. Okay. Und das war ganz neu. Und also ein fairer Deal, ja, würde ich sagen. Ist ein fairer Trade. Es war eine gebrauchte Tasche gewesen, und das habe ich schon lange gehabt, und sie nicht mehr. Ja, wieso nicht? Ich meine, jetzt hat er ja auch unseren Preis. Ja, voll. Es ist ja immer noch der, wie soll ich sagen, die erste Version genau vom Yeezy 350. Das ist kein V2. Mann. Sehe ich auch immer seltener in den Videos, muss ich sagen. Ja, nein. Also er wird langsam schon rare eigentlich. Das ist ja. Der ist ja nochmal rausgekommen, der nicht. Genau, genau. Das ist auch der 1.0. Das merkt man da hin anscheinend, hat mir der Kollege gesagt. Es ist beim 2, er ist so weit dicker. Okay. Das ist so ein Vorstück oder was. Ja, es gibt 2-3 Merkmale. Ich glaube auch das Wildleder ist ein bisschen anders. Das weiß ich ja. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht so informiert. Aber wirklich eine super Condition, also fast neu. Du bist geil. Aber schön bei diesen Schuhen siehst du natürlich keine Falten da oben. Ja, voll, das ist echt geil. Aber dort das finde ich auch, die Striche da gehen ein bisschen schneller. Ja, in gut. Jetzt noch nicht, bei Moonrock. Aber ja. Auf eine Art finde ich, es ist auch wichtig, dass ein Schuh etwas hat, wo du siehst, dass er breit ist. Weil sonst könnte jeder den Paraplex für irgendwie DS verkaufen und hat ihn schon 100 Mal angekannt und auch immer putzt. Also ich finde, es hat schon Merkmal gehabt, dass sie breit sind. Aber finde ich geil, dass du bei den Yeezys nicht siehst, wenn du sie anhast. Ja, ich glaube, ich bin bei einem Elfer, wo du dann anfängst Falten bekommen, weil du ein paar Mal breit hast. Dann siehst du es gerade natürlich. Der OG in Weiss. Voll. Den habe ich auch getradet. Ja. Gegen das Babyjäckchen. Und gerade, wo du rauskommst. Ah, easy. Dort sind sie noch easy teuer gewesen. Ja, voll. Jetzt sind sie ja nicht mehr so im Kurs. Ja, nein, NMD sind. Wir sind NMD sind. Aber jetzt hast du chillige Schuhe, zum Beispiel rausgehen im Kiosk oder so. Voll. Der Prime Club geschrieben. Ja, voll. Also bequem ist. Der Colorway für dich. Ich habe ein Tisch, das genau die drei Farben hat. Ah, geil. Der Bash ist auch Prime-Knit. French Bash, genau. Genau. Der hat meine Großmutter nicht gehabt, so gut. Sie ah, schon. Ich habe schon im gesagt, dass sie da so einen Schuh released. Willst du echt? Ich so, ja. Wieso nicht? Einfach Großmutter der Plage. Ja. Nein, beste Großmutter. Ich finde, also farblich gesehen, finde ich einen mega schönen Schuh. Ich habe einen Babybully, der genau die gleiche Farbe hat. Ah, ja, sogar. Ja, geil. Also, wirklich farblich Top-Schuh. Genau, Human Race. Der hat eigentlich geile Schuhbänder, ich habe die schwarze mit dem. Ich finde richtig clean mit den schwarzen Schuhbändern. Ja, richtig. Ich habe es auch oft gesehen, dass sie die Schuhbänder noch so zusätzlich hinten durchgebunden haben. Ich habe das nicht gut gebunden.
Ja, ich habe voll die Probleme gehabt. Und ich habe das Gefühl, die sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger, also schon ein Jahr draussen oder so. Ja, voll das, ja. Über ein Jahr fast. Und ich habe das Gefühl, die sind jetzt wieder im Hype. Also, ich ja, spüre sind, irgendwie... Ja, die Preise auch recht hoch. Ja, sind jetzt wieder am Steigen. Also, das ist irgendwie ein komischer Hype momentan. Schreibt mal in die Comments rein, was ihr zu dem ganzen Human Race... Also, die neue Hype Human Race finde ich nicht so. Ah, die, ja, ich weiss, Elite. So, die haben jetzt so Dings, die haben neue Solos. Ja, Zeit genau. Sind. Das fühle ich gar nicht. Den habe ich auch noch in grün. Das ist jetzt, glaube ich, der einzige, der so ein Dreieck drauf hat. Genau, und ja. Und alle so ein bisschen Schrift drauf. Genau. Du kannst halt nicht so viel anlegen, aber scheißegal. Aber eben, wenn du es richtig kombinierst, sicher auch sehr geil, ja, mit dem voll. Grün. Ist ein schönes Grün. Ja, ist geil. Ja. Die sind auch Uhren bekommen schon. Das ist auch geil. Den habe ich custom gemacht, auf einem Finsta von einem. Ist noch easy, er hat es noch easy schnell geschickt gekommen. So ist Puh, ist er erst gesagt. Er ist von Amsterdam. Ja. Ein Kollege, der hat schon mal einen Pulli von ihm gekauft. Mhm. So ein Box-Logo mit Goyard. Und da denke ich, mache ich mir so einen Schuh. Ich hole mir jetzt einen Einer mit Goyard. Einer Jordan? Ja. Wow. Sehr geil. Das Nike ist Goyard. Ah, geil. Goyard, ja. Wäre ganz geil. Aber zahle ich mir schon 8 Läppchen. Ja, logisch, ja. Aber ist ganz geil. Ey. Aber ist cool zum zeigen mal in einem Video. Also ja, so etwas sehen wir, glaube ich, wirklich selten. Ich etwas Spezielles. Der Zebra kann der eigentlich gar nicht unbedingt wählen, aber ein Kollege hat mir nur einen Stil gegeben, 2 Läppchen, wieso nicht? 200 ist es halt. Ja, voll, letzte Woche. Scheisse Condition. Ja, voll. Vor allem so zum Bieten, wieso nicht? 200 ist ja billiger als Retail. Ja, voll. Also, ihr seht, es ist nicht unmöglich, auch bei Hype-Sneakers zu stylen. Man muss halt nur Glück haben und ein bisschen immer wieder schauen sein. Und so, genau. Nein, der ist ein geiler Sicher, ich gebe mir immer billige Sachen. Einfach sehr schade, dass er re-released worden ist. Gell? Eben, ich weiß gar nicht, ob das der erste oder der zweite ist. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied siehst. Ich kenne im Fall auch kein Merkmal. Wenn ihr das wisst, schreibt es doch schnell in die Comments rein, ob man das Merkmal sieht. Der 750 Joker finde ich noch easy geile Colorway. Mega underrated. Also, Farbkombo finde ich cool, aber das ist ja eigentlich einer der günstigsten 750 jetzt im Resell, oder? Ja, 6 Mann, ich glaube, es hat 6 Läppen. Okay. Und dann hast du, glaube ich, auch schon billiger gefunden. Ja, sie gehen, glaube ich, irgendwie im Moment. Die Size haben wir nie billiger. So. Was ist es, 42 Gramm? Ja, voll. Oder 9. Ja, jetzt kommt ja der Herbst, jetzt kannst du sie auch wieder ein bisschen tragen. Ja, voll. Zum warme Füße bekommen. Okay. 750 gibt nicht super Herbstschuhe. Also. Ja, und diese stabile Sohle im Gegensatz zu anderen ist. Ja, voll. Da habe ich noch ein paar Vans. Das sind mal normale Oldschool gewesen. Und auch von dem Kollegen gekauft, wo man dann die Stilises verkauft hat. Er hat es auch irgendwo einmal in Zürich. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber. Ich finde easy geil als Muster. Ja, ist jetzt ein dreckig, aber 60 Stutz. Bei Customs geil, gerade auf so einem Schuh, der muss ja nicht die sein, der muss nicht speziell sein oder so. Den kannst du perfekt im Custom machen. Sieht easy safe aus. Dann würde ich sagen, ich habe noch 2-3 Fragen an dich. Ja, ja. So, dann die erste Frage, die hat sich eigentlich, die ist entstanden, als ich einfach da war. Ja. Weil du ja auch relativ viel traden, verkaufen, ja, cool. Und so. Und jetzt nimmt es mich wunder, was dein weirdester Meetup war, den du je gehabt hast. Also. Einmal habe ich einen Yeezy gekauft, einen V2. Ich weiß gar nicht, wieso ich den wollte. Ich habe ihn einfach gekauft von so einem... Er ist easy schräg, es war so ein Junge, so ein 14-Jähriger. Er ist sogar mit seinem Vater gekommen. Und ja, die haben irgendwie hohe Angst gehabt, dass ich ihnen das Geld nicht gebe oder so. Ich wollte den Schuh anprobieren, weißt du? Weil ich habe gehört, V2, die fitten irgendwie anders. Mhm. Und dann haben sie schon hohe komisch geschaut, als ich den ausgepackt habe. Und dann habe ich ihn anprobiert und habe halt den Boden berührt, weißt du? Ja. Und dann hat er schon hohe Heikel da. So, der Kleine, weißt du, mit seinem Vater gesagt, passt dann bitte auf und so. Er muss, ja, voll, ja. Und dann, ja, aber nachher, als ich das Geld gegeben habe, sind sie sehr glücklich gegangen. Aber das war richtig schräg dort. Und ja. Sonst, ja. Sonst immer wieder mal etwas, aber ja. Ihr kennt es wahrscheinlich auch selber, bei diesen Meetups, es ist immer wieder irgendetwas. Neben den Sneakers sammelst du ja auch andere Fashion-Items, wie wir da hinten sehen. Was ist für dich an einem Outfit das Wichtigste, abgesehen von den Sneakers? Also die Sneakers denken wir weg. Und was ist dir noch mega wichtig, wenn du dich anlegst? Jacke, sicher. Die Jacke, also kommt halt um die Jahreszeit drauf, ja, aber Jacke, Hoodie finde ich wichtig. Ich würde jetzt zum Beispiel für, ich zahle lieber viel für eine Jacke oder ein Jäckchen, anstatt für ein T-Shirt. Macht Sinn. Es gibt viele T-Shirts, die ich würde wählen, aber verdammt teuer sind. Und ja, ich die aber trotzdem nicht kaufen, weil es sich nicht lohnt für ein T-Shirt. Ich finde, Jacke ist wichtig oder Pulli. Ja, voll. Macht Sinn. Ja. Kannst du auch ein geiles Outfit machen, einfach mit einem weißen Basic Shirt. Ja, sowieso das auch. Supreme da unten, 29,90 oder wie viel ist das? Keine Ahnung. Ist einfach wichtig, ja. Jeans sowieso auch, aber ja. Dann noch dein Favorite Brand. Also,
Das kann jetzt bei den Schuhen, es kann auch bei den Kleidern sein. Einfach das, was dich am meisten anzieht. Ui, es ist schwierig zu sagen. Aber ja, es war lang Babe gewesen, lang. Ja. Ja, ich habe auch viel Geld mit Babe gemacht, aber ich weiß nicht, ich lege es gerne an, aber es ist mir ein bisschen zufällig jetzt. Und auch schlichte Sachen von Babe habe ich ganz gerne. Aber sonst, ja, ich rock gerne Supreme, Gucci, ein bisschen alles im Fall. Okay. Ja, ein bisschen alles. Ich kann nicht so ein ja, voll. Das wäre es im Fall schon gewesen mit dem heutigen Sneakerzimmer. Wir haben viel Heat da gesehen. Ist cool gewesen, dass du mich eingeladen hast. Danke dir. Richtig nice gewesen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst, liken, teilen und kommentieren. Und kommentieren meine ich ernst. Also, das, was wir vorhin gesagt haben, wegen die Yeezys, nimmt mich wirklich wunder. Schreibt das doch mal rein. Also, bis zum nächsten Mal. Peace.